Er ist clever, ist auch ein kleiner Lümmel. Also hin und wieder müssen wir auch mal Dinge besprechen. Also er wollte in die Waschbox gehen, fand er ganz dramatisch am Anfang. Jetzt hat er das verstanden, als er das erste Mal wirklich verladen werden sollte. Er wollte partout nicht auf den Sprinter, hat sie einfach hingelegt vom Sprinter. Mittlerweile hat er das dann schnell verstanden, ist auch kein Thema. Ähnlich war Anreiten auch. Erst kurz Drama und dann einmal geklärt und seitdem kann man aufsitzen und losreiten. Also er ist etwas eigensinnig, aber ich glaube, das wird ihn am Ende auch ausmachen, dass wenn er verstanden hat, was er soll und das sein Ding ist, dass er auch dafür kämpft. Er war super flink, er hat schnell reagiert. Was ihn total ausmacht, finde ich, ist, dass er mir das Gefühl gibt, er überblickt die Lage, lässt sich immer regulieren, guckt hin. Das ist was, finde ich, das ist ganz viel wert bei einem Vielseitigkeitspferd, wenn die wirklich mitdenken und verstehen, was sie tun. Einen sehr guten Schritt, guten Galopp, Trab, ja, Trab kann man ja noch machen. ist, glaube ich, für das Vielseitigkeitspferd auch nicht das Wichtigste, dass sie ganz groß traben von Haus aus. Ja, er muss ja mit C heißen und wir sind eine Besitzergemeinschaft und dann sagt jemand, ja, will nicht Gin Tonic nennen und dann haben wir gesagt, nennen wir Gin Tonic und so weiß man auch immer, mit welchem Getränk man dann anstößt, wenn es gut war.